Ein Großteil unserer Technik ist unter der Erde verbracht, wie diese Erdkabel hier in einer Vermittlungsstelle in der Nähe von Leipzig, und wird dann auf die Haushalte in der näheren Umgebung verteilt. Aber vieles von unserer Technik ist auch außerhalb, wie zum Beispiel dieser Funkmast, der für unser Mobilfunknetz da ist. Da sind die Antennen drauf, da ist die Hardware dran, und das alles muss natürlich permanent gewartet werden, repariert werden, modernisiert werden. Dafür sind unsere Kollegen von der Abteilung Field Operations permanent in Deutschland unterwegs, und denen wollen wir heute mal über die Schulter gucken, was die alles unternehmen für ihre Sicherheit. Markus, du warst gerade oben auf dem Turm und ihr habt ein Rettungsszenario gehabt. Wie sah dieses Rettungsszenario aus? Wir hatten einen Verletzten. Der Verletzte wird hier im Video dargestellt mit einem Dummy. Der Kollege ist verunfallt und über die Kante gestürzt. In seinem Sicherungsseil hat er sich gefangen. Danach müssen die Kollegen das Rettungsgerät anschlagen. Was heißt anschlagen? Das Gerät wird an dem Mast bzw. oben an der Plattform befestigt, damit wir eine Sicherheit haben, damit dieses Rettungsgerät nicht abstürzt, damit auch uns der Kollege nicht hinter dem Rettungsgerät hinterherfällt. Danach wird der Kollege mit einer sogenannten Seilklemme, die wird in seinem Sicherungsseil befestigt, gehalten. Wir kurbeln den Kollegen ein Stück hoch, damit wir sein Sicherungsseil lösen können und ihn mit Hilfe des Rettungsgeräts den Turm hinablassen können. Nachdem er hinabgelassen wurde, wird er hier unten am Turm von einem dritten Kollegen in Empfang genommen und wird in die sogenannte Hock- und Kauerstellung gebracht. Und danach warten wir einfach auf das Eintreffen des Notarztes und versorgen den Kollegen vor Ort. Markus, du hast ganz schön viele Sachen an dir dran, dass du, wenn das eine gefährliche Situation wird, dass du gesichert bist. Was hast du da alles? Ja, ich habe Arbeitsschutzschuhe an, beziehungsweise sogar sogenannte Kletterstiefel. Die haben eine durchtrittssichere Sohle und eine sehr steife Sohle, um an der Leiter vernünftig arbeiten zu können. Wir haben Arbeitsschutzhandschuhe, die gegen die Verunreinigung im alltäglichen Job schützen. Dann haben wir den Läufer. Das ist ein sogenannter HK-Läufer. Der wird in unsere Leiter eingehangen. Damit sind wir sicher gegen Absturz. Er wird am Gurt befestigt, gesichert und in die Leiter eingehangen. Und somit, wenn wir nach unten fallen würden, ist hier eine Bremse drin, die uns dann halten würde. Im nächsten Step haben wir das sogenannte Arbeitsseil. Dieses können wir im Rundanschlag verwenden. Es ist längenverstellbar, je nachdem, wie weit unser Arbeitsbereich ist. Das können wir dann um die Leiter schlagen, hier drüben einhängen, und dann würde ich halt in der Leiter hängen, beziehungsweise an einem Rohr. Dann haben wir unser sogenanntes Seil gegen die Absturzsicherung oder unser Sicherungsseil. Das ist jetzt ein 5-metriges Sicherungsseil, das ist längenverstellbar. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das der Turm ist. So, und dann haben wir hier den sogenannten Seilkürzer. Damit, wenn ich jetzt an der Absturzkante arbeiten würde, könnte ich meine Arbeitsposition damit verändern, um halt nicht über die Kante drüber hinweg zu stürzen. Ist die Plattform jetzt nur 2 Meter, gehen wir halt zurück, können das Ganze einkürzen und können an dieser 2 Meter Absturzkante dann arbeiten. Dieses Seil hat einen sogenannten Falldämpfer, der ist hinten an meinem Rücken dran. Sollte ich doch mal über die Absturzkante fallen, würde dieser Falldämpfer auslösen, würde rutschen und so meinen Fall dämpfen, dass ich nicht ungedämpft in meinem vollen Körpergewicht in dieses Seil fallen würde. Und ansonsten haben wir halt noch den Gurt gegen den Absturz. Der besteht aus verschiedenen Halteösen, Abseilösen und hier hinten unsere Sicherungsöse. Ja. Und dann haben wir noch unseren Helm, den wir ja in dem Job doch benötigen, wenn jetzt mal ein Kollege Werkzeug runterfallen lassen würde. Ist zu uns zum Glück noch nicht passiert, aber der uns dann halt auch vor Schäden am Kopf schützen würde. Einmal im Jahr trainiert ihr so einen Ernstfall. Warum ist es nötig? Zum alltäglichen Job gehört die Entstörung von Antennenanlagen und unseren Antennen bzw. von den RAUen, Remote Radio Units, die am Mast hängen. Diese müssen bei Defekten gewechselt werden. Jetzt habt ihr die erste Übung oben auf dem Turm gehabt. Es gibt aber noch eine zweite Übung, ein zweites Szenario. Wie sieht das aus? Ja, das Szenario stellt sich so dar, dass der Kollege in Ohnmacht gefallen ist. Er wird im Turm, ist er in seinen Läufer gefallen, muss dann mit dem Rettungsgerät
gerettet werden. Das heißt, er hängt an der Leiter und ist bewusstlos? Er hängt an der Leiter in seinem Läufer und ist bewusstlos. Das Ganze stellt sich so dar, dass der zweite Kollege nachsteigt von unten mit dem sogenannten Rettungsgerät, steigt an dem Kollegen vorbei, schlägt das Rettungsgerät über dem Kollegen an, sichert ihn mit dem Seil des Rettungsgerätes. Nach dem Sichern entlastet der Kollege seinen Läufer, den Läufer des verunfallten Kollegen. Er wird ein Stück hochgekurbelt, sein Läufer und sein Sicherungsseil werden gelöst. Der Kollege, der den einen abseilt, steigt vor, dreht den Kollegen von der Leiter weg, den Verunfallten. Danach wird er halt mit dem Seil herabgelassen und so unten im Turm in diese sogenannte Hock- und Kauerstellung gebracht. Und dann warten wir wieder, bis der Notarzt kommt und versorgen den Kollegen. Markus, warum nimmt denn nicht die Hilfe von Polizei und Feuerwehr in Anspruch? Das ist ganz einfach, das ist der Zeitfaktor. Wenn wir den Kollegen schon retten können und wir würden erst die Feuerwehr anrufen, dann würden diese ausrücken, beziehungsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr erst ihre Leute informieren, dass jemand hängt und so weiter. Wir haben eine Zeit von 20 Minuten, bis der Kollege hier unten sein muss und gerettet sein muss. Deswegen trainieren wir das Ganze auch. Feuerwehr, Polizei, es dauert einfach zu lange, bis die Kollegen hier sind und unserem Kollegen, verletzten Kollegen helfen können. In der Zeit können wir ihn schon hier runtergebracht haben, brauchen dann nur noch auf den Notarzt warten und ihn an den Notarzt übergeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt einfach die Kommentarfunktion unterhalb. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Ciao!